anderen Seite haben wir spezielle Projekte, die sich dem Thema der Pestizide widmen, wie das Projekt CESA in Bolivien. Die bilden Kleinbauern und Kinder in agroökologischer Landwirtschaft aus, in Alternativen zum Chemieeinsatz, vor allem im Gemüseanbau. Es werden Schulgärten angelegt, wird jetzt in diesem Jahr neu eine Vermarktungskette aufgebaut, damit diese Produkte auch einen Käufer finden und vielleicht auch höhere Preise erzielen können. Und parallel dazu wird in den Krankenhäusern der verschiedenen Regionen im Departamento von Cochabamba wird Aufklärung betrieben, Informationen, da werden Ärzte geschult, die nicht vorbereitet sind auf die Behandlung von Unfällen mit Pestiziden und die das lernen dann in diesen Kursen, damit sie dann darauf vorbereitet sind, wenn es zu solchen Fällen kommt. Wie üblich sind natürlich Kinder aus armen Familien am stärksten betroffen, weil es auch die sind, die zum Beispiel in kleinbäuerlichen Familien leben, weil sie erwerbstätig sind, darüber mit Pestiziden in Kontakt kommen, weil sie normalerweise auch die Lebensmittel essen, die am billigsten sind, wenn wir von den städtischen Kindern und Jugendlichen reden. Aber dort, wo Nahrungsmittel nicht ausgezeichnet sind, wo es keine Ökoprodukte gibt auf dem Markt, kommt es natürlich auch dazu, dass Kinder aus der Mittel- und Oberschicht erhöhte Vergiftungsniveaus haben. Das kurzfristige Ziel ist es, unmittelbare Schäden, zum Beispiel Vergiftungen, zu reduzieren, bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen, und das Personal der staatlichen Stellen, zum Beispiel in Krankenhäusern, dafür vorzubereiten, dass sie solche Fälle behandeln können. Das Ziel ist auch, dass Lehrer lernen, ihren Kindern Grundlagen der ökologischen Landwirtschaft beizubringen und das dann auch in Schulgärten praktizieren, dass die Kinder selber dann das Gemüse essen und gesünder essen, als sie es zuvor getan haben. Aber langfristig geht es darum, eine Landwirtschaft aufzubauen, oder in Südamerika nennt man das Agrarkultur, in der der Mensch mit der Natur in Harmonie leben kann und in der auch die zukünftigen Generationen die Chance haben, sich gesund zu ernähren und eine sichere Ernährung zu haben und nicht abhängig werden von Nahrungsmittelimporten oder Hungerleiden.